Mike, ich heirate. Ist das nicht Wahnsinn? Wahnsinn. Sie liebt mich so, wie ich bin. Und ich liebe sie so, wie sie ist. Und ich darf den Rest meines Lebens mit ihr verbringen. Ich habe in dir geschlafen. Was? Wie meinst du geschlafen? Kyle hasst mich. Dazu hat er allen Grund. Ich weiß, ich bin ein schlechter Freund. Ich glaub's nicht. Michael, echt jetzt? Was du ihm angetan hast, war egoistisch. Kyle ist selbstlos. Er denkt immer zuerst an alle anderen. Ich habe Mike zu Weihnachten eingeladen. Was? Es geht ihm nicht gut. Wir waren seine einzige Familie. Er hat niemanden mehr. Mike ist im Wohnzimmer. Er ist fett geworden. Nicht? Ja. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Oh mein Gott! Ist das Mike? Er ist fett geworden. Wir fahren die Katapult, okay? Nein, das ist eine schwarze Piste. Er wird stürzen. Es ist Schnee. Wenn er stürzt, dann in den Schnee. Ich würde lieber nicht stürzen. Kyle, niemand will stürzen. Er muss gehen. Ja, er fährt morgen zurück. Ich meine, er muss weg. Verschwinden. Raus aus unserem Leben. Aber er ist mein Freund. Manchmal, wenn man glaubt, das Falsche zu tun, ist es das, was eben sein muss. Und los! Ist mir egal. Ist mir egal, was passiert ist. Wenn du jemanden liebst, sollte es das nicht sein. Ist es mir aber. Keiner mag sie. Keiner mag dich, Mike. Ich bin der Einzige, der dich mag. Ich weiß nicht mal, wieso. Du bist laut, unausstehlich und ein Arschloch. Hey, kann ich was sagen? Nein, Mike. Gehst du zu Boden, musst du gleich wieder in den Ring steigen. Wenn ich dich erwische, bringe ich dich um. Deshalb habe ich bis zur Steigung gewartet. Ja, du schaffst es. Halt mal! Fick dich!